Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, kehre euer Friede dort ein. Ist es aber nicht wert, so wende sich euer Friede wieder zu euch. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttet den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land von Sodom und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Mit diesem Satz aus dem Matthäusevangelium begrüße ich euch zu diesem etwas speziellen Gottesdienst hier in diesem schon fast vergessenen Raum, der aber mit dem Bild von Willy Fries Gethsemane-Szene, einem Schmine, einem Klavier, doch zu allem dienen kann. Mich freut es, hier einmal mit euch zusammen das Evangelium zu befragen und zu feiern. Den gelesenen Satz, der steht im Zusammenhang mit der Aussendung der Jünger. Sie sollen den Städten Israels die frohe Botschaft bringen. Und natürlich sagt ihnen schon Jesus, ihr werdet nicht überall gehört und aufgenommen werden. Dann schüttet den Sand von euren Füßen und geht weiter. Und dann kommt die Warnung. Es wird diesen Städten im Gericht übler gehen als Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra wird im letzten Gericht besser dastehen. Hey, hey, hey. Diese Stadt Sodom und Gomorra, die im Alten Testament als Sündenpfuhl gilt, die werde besser dastehen als die Menschen, die dieses neue Evangelium, diese Offenbarung für die ganze Welt, für alle Zeiten ablehnen werde. Und wir werden heute dann in der Predigt zu fragen versuchen, was heißt es, sich auf dieses Neue einzustellen und nicht dem Alten verhaftet zu sein. Wir können es nicht zu einfach machen und sagen, die, die Getauften sind dabei oder die sich zu Jesus Christus bekennen, sind dabei. Das wäre zu einfach. Es geht um etwas Ganzes, das die ganze Menschheit angeht. In der Apokalypse dann, der Mensch, der zum Priestertum und zum Königtum berufen ist. Was ist dieser Mensch, dieser neue Mensch, der wahre Mensch, so wie ihn Gott will, der dann eben in die Ewigkeit aufgehoben sein wird, so wie Sodom und Gomorra auch gnädig beurteilt werden soll. Du, Gott aller Zeiten und Welten, du begleitest deine Menschheit seit jeher rund um den Erdball. Wie Eltern ihre Kinder anleiten zur Sprache, zum Verständnis der Welt, so führst du uns im Leben. So hast du die Menschen zur Sprache berufen, deine Schöpfung zu benennen und zu verstehen, sich auch untereinander auszutauschen. Du hast uns von alters her ermöglicht, in Mythen, Märchen, Sagen und Legenden zu deuten, woher wir kommen und wohin wir gehen, was uns verbindet und was dir gefällt. Die heiligen Texte unserer Vorfahren sind uns teils fremd geworden, trotzdem beachten und befragen wir sie, denn sie bezeugen unser frühes Ringen, uns in deiner Schöpfung einzuordnen als deine Kinder, deinen Willen zu erfahren und Gut und Böse zu unterscheiden. So eröffne uns heute Tore, die Schätze unserer Kindheit zu würdigen, die reiche Botschaft unserer Vorfahren für uns fruchtbar zu machen.
Leite uns heute als Kinder deines Geschlechts, als deine Ebenbilder, unsere eigene Frühzeit mündiger, erwachsener und reifer zu deuten. Du, so führst du uns, als Gemeinschaft unter deinem Segen zu leben und deinem verheißenen Reich den Weg zu bereiten. Amen. Ja, Sodom und Gomorra, die sündigen Städte nahe des Toten Meers, sollen uns heute beschäftigen. Eine alte Sage, die wahrscheinlich nicht der Schreiber der Genesis erfunden hat, sondern die er vorgefunden hat und in seinen Monotheismus, in seine Botschaft des Gottes der Gerechtigkeit integriert hat. Man hat mich im Vorfeld gewarnt oder gar getadelt. Was willst du mit dieser Geschichte von der Zerstörung einer Stadt von Gott befohlen? Was für eine furchtbare Geschichte! Was soll dabei aufbauend sein? Ja, ich habe mich davon herausfordern lassen und suche auch heute etwas Heilendes, etwas Aufweckendes, etwas für uns heute Wegweiser für die Zukunft auch in dieser Geschichte zu finden. Wie gesagt, am Anfang der Bibel haben wir es mit Mythen, Legenden, Sagen zu tun, die aber von dem Schreiber im 9. oder 8., 7., 6. Jahrhundert, man weiß es nicht genau, es gibt verschiedene Schichten, integriert worden sind zu einem Ganzen. Es beginnt mit der Schöpfung der Welt, beeinflusst von babylonischen Vorstellungen. Es beginnt mit Völkertafeln, woher der Mensch, der Adam, der Erste, sich in viele Völker gegliedert hat. Und wir kommen dann irgendwann zum Anfänger des Monotheismus, Abraham, der ausgezogen ist aus seinem Land in Ur, der Hochkultur, und einen Gott im Himmel verehrt. Und von diesem Abraham soll ein Segen ausgehen auf alle Menschen, auf alle Zeiten, durch diesen einen Glauben. Das hat auch ein bisschen etwas, sagen wir, Imperialistisches. Es wird dem Christentum oft angeklagt. Ihr mit eurem einen Gott, das paukt ihr allen Völkern ein und sogar mit Gewalt teils. Und in der Bibel sind tatsächlich diese Städte, die sich nicht an diese Moral dieses Gottes halten, die werden vernichtet. Und dieses Gut und Böse soll uns auch ein bisschen wach machen, dass wir damit sorgsam umgehen. Denn wie wir gehört haben beim Jesus, Sodom und Gomorra wird es im letzten Gericht besser gehen als denen, die dein neues Wort nicht aufnehmen. Ich werde Ihnen jetzt über eine längere Zeit diese Abraham- und Lot-Legenden erzählen. Denn es geht bei Sodom und Gomorra um Lot. Und Lot ist ein Neffe von Abraham, der Sohn seines Bruders. Denn der ging mit auf den Weg nach Kanaan ins verheißene Land, wo etwas Neues entstehen soll. Abraham, Sarai und Lot, die sind miteinander unterwegs. Und irgendwann trennen sie sich. Lot geht in die fruchtbaren Gebiete, in die Städte im Jordantal. Er hat Sehnsucht zu den alten Kulturen, aus denen er geflohen ist. Er geht zurück in die Stadt, während Abraham unterwegs als Hirte bleibt, ein Hirtengott
unter den Sternen und nicht wie Lot in der Stadt, wo Massen zusammenleben und auch Massenphänomene entstehen können. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll kein Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen, so trenne dich von mir. Gehst du nach links, so will ich nach rechts gehen. Gehst du nach rechts, will ich nach links gehen. Da blickte Lot auf und sah, dass die ganze Jordanebene ein wasserreiches Land war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra verdarb, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Hier kommt schon die Idee, dass Sodom und Gomorra zerstört werden will. Das hat der Schreiber früh schon eingeflechtet, obwohl das viel später kommt. Wir sind also schon gewarnt, obwohl Lot weiß das natürlich nicht. Da wählte sich Lot die ganze Jordanebene und Lot brach nach Osten auf. So trennten sie sich, Abraham ließ sich im Land Kanaan nieder und Lot ließ sich in den Städten der Ebene nieder und zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten schwer gegen den Herrn. Schon wieder im Vorfeld. Es ist Sagenliteratur verflochten mit der Botschaft des einen Gottes. Es folgen dann die Begegnung Abrahams mit Melchisedek, immer wieder der Bund Abraham mit Gott. Abraham kriegt endlich Kinder, aber nicht von Sarah zuerst, sondern von Hagar, den Ismael. Es kommt die Geschichte mit der Beschneidung und dann erscheinen drei Männer, drei Engel, mitten am Tag in der heißen Sonne und sie künden Abraham an, dass auch Sarah schwanger werden wird, obwohl sie schon alt ist. Und Sarah hört das und lacht. Diese drei Männer, die beschäftigen uns jetzt fortan. Es heißt, es seien Engel, Boten, drei. Die christliche Theologie, die alte, hat dann ein Vorbild der Trinität daraus gemacht. Es sind aber eher wirklich Engel oder sogar reale Menschen, die da erscheinen. Denn Abraham wäscht ihnen die Füße, Abraham gibt ihnen zu essen und sie werden freundlich bewirtet. Diese drei Männer haben dann noch eine andere Aufgabe. Und die Männer machten sich auf und sie schauten auf Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, um ihnen das Geleit zu geben. Der Herr aber dachte: Soll ich vor Abraham geheim halten, was ich tun will? Jetzt kommt eine Abraham-Verheißung. Und zwar so, dass das nicht ganz klar ist, dass Abraham diese Verheißung wirklich erhält. Nur wenn sie auch die Botschaft von Gerechtigkeit und Recht ausüben. Abraham soll zu einem großen und mächtigen Volk werden und durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Denn ich habe ihn erkoren, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn einzuhalten und Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr über Abraham kommen lasse, was er ihm gesagt hat. Und der Herr sprach: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, es ist groß geworden und ihre Sünde, sie wiegt schwer. Ich will hinabsteigen und sehen, ob all ihr Tun dem Geschrei über sie entspricht, das zu mir gedrungen ist. Wenn nicht, will ich es wissen. Wir haben gehört, es ist schon entschieden, Sodom und Gomorra wird zerstört, aber nun will Gott, es ist hier, hat der Schreiber ein bisschen Mühe, es ist Jahwe, der Gott, und trotzdem sind es diese Männer. Gott wüsste ja selbst, wie es zuhergeht in Sodom und Gomorra, aber diese Männer müssen nun überprüfen,
Ist es wirklich so schlimm in Sodom und Gomorra? Kann sie doch noch gerettet werden, die Stadt? Da wandten sich die Männer weg von dort und gingen auf Sodom zu. Abraham aber blieb vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat herzu und sprach: Willst du wirklich den Gerechten zusammen mit dem Frevler wegraffen? Vielleicht sind 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie wirklich wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die in seiner Mitte sind? Jetzt kommt dieses Dealen, Handeln. Kann man mit Gott verhandeln, ihn herausfordern? Willst du diese Stadt zerstören? Vielleicht sind wirklich 50 Gerechte da drin. Du bist doch ein gerechter Gott. Das kannst du nicht machen. Es gibt noch 2, 3 andere Texte im Alten Testament, wo gefeilscht wird mit Gott. Nämlich in der Wüste, Moses, goldene Kalb. Das Volk ist rückfällig geworden und Gott entschließt, jetzt habe ich genug von diesem Volk. Ich lasse es verserbeln in der Wüste. Und Mose sagt, das kannst du nicht machen. Was werden die Völker sagen, die Ägypter? Du hast uns im Stich gelassen. Dein Name wird geschadet. Jetzt hilf uns. Und Gott lässt sich dann überreden, trotzdem zu helfen. Hier setzt sich Abraham ein für die Stadt Sodom. Die Männer sind auf dem Weg, es zu prüfen. Der eine Mann blieb bei Abraham stehen. Abraham verhandelt mit ihm. Das sei ferne von dir, so zu tun, den Gerechten zusammen mit dem Frevler zu töten, so dass es dem Gerechten wie dem Frevler erginge. Das sei ferne von dir. Der Richter der ganzen Erde, sollte der nicht Recht üben? Und der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, werde ich den ganzen Ort um ihretwillen vergeben. Abraham antwortete und sprach: Siehe, ich habe es gewagt, zu meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen von den 50 Gerechten 5. Wirst du wegen der 5 die ganze Stadt verderben? Er sprach: Ich werde sie nicht verderben, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, zu ihnen zu reden und sprach: Vielleicht find dort 40. Er sprach: Ich werde es nicht tun um der 40 willen. Da sprach er: Mein Herr, zürne nicht, wenn ich rede. Vielleicht finden sich dort 30. Er sprach: Ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sprach er: Siehe, ich habe es gewagt, zu meinem Herrn zu reden. Vielleicht sind es 20. Er sprach: Ich werde es nicht verderben um der 20 willen. Da sprach er: Mein Herr, zürne nicht, wenn ich dieses eine Mal noch rede. Vielleicht sind dort nur 10. Und er sprach: Ich werde sie nicht verderben um der 10 willen. Und als er aufgehört hatte, zu Abraham zu reden, ging der Herr und Abraham kehrte an seinen Ort zurück. Also wenn es 10 Gerechte gäbe in Sodom, würde sie nicht zerstört werden. Das ist ein sehr pauschales Denken in diesen Sagen und Mythen. Es gibt ja in dieser Stadt auch Kinder, Frauen, aber es geht um Männer. Nur Männer zählen. Und von den Männern soll es nicht 10 Gerechte geben? Ja, die Geschichte wird spannend aufgebaut. Jetzt gehen wir mit diesen Engeln oder schönen Männern, heiligen Männern, einmal in diese Stadt. Und die 2 Boten kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade am Tor von Sodom saß. Lot sah sie, stand auf, ging ihnen entgegen und warf sich mit dem Gesicht zur Erde. Also Lot ist sehr freundlich, gastfreundlich. Er ist ein angesehener Mann in Sodom. Er sitzt vor dem Tor bei den Ältesten und begrüßt die 2 Männer. Und er sprach: Ihr, meine Herren, kehrt doch ein im Haus deines Dieners. Bleibt über Nacht und wascht eure Füße. Morgen früh mögt ihr eures Weges ziehen. Sie aber sprachen: Nein, wir wollen auf dem Platz übernachten. Da er aber in sie drang,
kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Brote und sie aßen. Also die wollen eigentlich nicht die Gastfreundschaft von Lot strapazieren, dass er noch ein Bett bereit machen muss und kochen. Wir bleiben draußen auf der Straße, übernachten dort und morgen gehen wir weiter. Lot weiß schon, es ist gefährlich in Sodom nachts auf den Plätzen zu schlafen. Er kennt die Sodomiter, was da im Nachtleben alles geschieht. Vielleicht Alkohol auch schon damals ein Thema. Die jungen Männer unterwegs, Flausen im Kopf. Also, dann die Männer nehmen das an, dass die Männer bei Lot ins Haus gehen. Sie hatten sich noch nicht schlafen gelegt. Da umstellten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, jung und alt, das ganze Volk, bis zum letzten Mann. Das muss jetzt betont werden. Bis zum letzten Mann. Nicht 10 haben gefehlt, sondern alle haben sich da versammelt. Ein Pöbel vor dem Haus von Lot. Was wollen sie? Sie riefen nach Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie uns heraus, wir wollen mit ihnen verkehren. Erkennen ist der Text im Hebräischen und erkennen, Adam hat Eva erkannt, es ist Beischlaf, es ist sexueller Verkehr. Diese schönen Männer, diese engelhaften Typen, die haben die Sodomiter begehrt und er fordert sie heraus. Sie fordern, diesen herzugeben. Das ist dann die Sünde Sodoms, dieses Begehren eines Mannes. Von daher wird Homosexualität in der Bibel sehr verpönt und selbst der Koran hat aus dieser Geschichte das übernommen, dass das eine Sünde ist. Heute denken wir ein bisschen anders darüber. Es gab einen langen Kampf der Homosexuellen um Anerkennung, dass auch bei ihnen echte Verhältnisse sein können, echte Freundschaft und Liebe. Und wir haben das heute so weit aufgenommen, dass sie selbst in unserer reformierten Kirche als eine der ersten einen Segen empfangen können für ihre Beziehung. Gut, aber hier geht es nicht um eine geordnete Freundschaft zwischen Männern, sondern hier geht es um Vergewaltigung, um einen Aufstand, um, ich weiß nicht, ob diese Männer, diese Engel bereit gewesen wären, sich dieser Masse hinzugeben, kaum vorstellbar. Wirklich eine absolute Gefahr für diese Leute. Und Lot hat es gut entschieden, er kannte die Sodomiter, sie in der Wohnung einzuschließen. Da ging Lot zu ihnen hinaus, an den Eingang. Die Tür aber verschloss er hinter sich und sprach: Nicht doch, meine Brüder, tut nichts Böses. Jetzt kommt ein schwieriger Satz. Seht, ich habe 2 Töchter, die noch von keinem Manne wissen. Die will ich euch herausgeben und dann macht mit ihnen, was gut ist in euren Augen. Diesen Männern aber tut nichts, sind sie doch unter dem Schatten meines Daches getreten. Also Lot muss in einer ganz großen Not gewesen sein, um seine Gäste zu schützen. Sie haben fast die Türe eingeschlagen und er geht raus und verhandelt. Das sind meine Gäste, die dürft ihr nicht. Das ist Heiliges, dass man die Gäste gut aufnimmt. Ich habe 2 Töchter, noch Jungfrauen, die gebe ich euch. Also das ist nicht so edel vom Lot, dass er seine Töchter so einhandelt. Aber ja, das ist antike, alte Welt. Es ist Sodom. Aber es kommt dann doch noch gut. Nämlich die Sodomiter sagen zu Lot: Weg mit dir! Da ist
einer als Fremder hergekommen und will den Richter spielen? Schlimmer noch als ihnen wollen wir jetzt dir antun. Und sie drangen mit Gewalt den Mann ein, auf Lot, und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Jetzt greifen sie Lot an und machen fremdenfeindliche Sprüche. Lot sei ja von der Fremde zugezogen, jetzt spielt er sich als Richter auf. Lasst uns, hier sind wir die Herren, gib uns nun deine Gäste heraus. Da streckten die Männer ihre Hand aus, diese Engel, und zogen Lot zu sich ins Haus herein, und die Türe verschlossen sie. Die Männer am Eingang des Hauses, klein und groß, schlugen sie mit Blindheit, sodass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Ja, wir merken, es sind sagenhafte Elemente in dieser Geschichte. Die Engel schlagen dieses Pöbel mit Blindheit. Das ist nicht nur seelische Blindheit, sondern es ist wie ein Wunder. Sie sehen nicht mehr, sie suchen den Eingang und sie finden nichts mehr und sie gehen weg. Also wunderbares Eingreifen Gottes. Aber eben eine dramatische Geschichte, wie das so geschildert wird. Dann sprachen die Männer zu Lot: Hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn, deine Söhne und Töchter? Und wer sonst in der Stadt zu dir gehört? Führe sie hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Klagegeschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Die wollen jetzt den Lot retten und zu Lot gehört auch seine Familie. Wer gehört dazu, fragen die Engel. Also die sind nicht allwissend, die müssen Lot fragen. Das sind diese Engel Gottes, die geprüft haben, ob Sodom wirklich so schlimm ist. So hat uns der Herr gesandt, die Stadt zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen. Also die Töchter hatten schon Verlobte, noch nicht verheiratet, aber potenzielle Schwiegersöhne aus Sodom, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Auf, ziehe weg aus diesem Ort, denn der Herr will die Stadt verderben. Aber die Schwiegersöhne glaubten, er scherze. Ja, ist auch ein bisschen eine verrückte Botschaft. Plötzlich in der Nacht: Wir werden die Stadt am Morgen zerstören. Komm, sofort fliehen. Wer glaubt das? Ja, auch die Verheißungen oder die Warnungen der Bibel mit dem Kommen des Menschensohnes. Die Welt hat ein Ende. Unsere Kulturen hat ein Ende, wie alles. Und wann das kommt, wie das kommt, wir würden wahrscheinlich auch sagen: Was machst du für einen Lärm, dass morgen die Welt untergeht? Das glauben wir dir nicht. So haben diese Schwiegersöhne reagiert und gedacht, er scherze. Als nun die Morgenröte aufstieg, drängten die Boten Lot zur Eile und sprachen: Auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht im Strafgericht über die Stadt weggerafft wirst. Jetzt drängen die Engel. Er aber zögerte. Lot will vielleicht noch dies und das mitnehmen. Da packten die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten sie hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt wieder los. Also man musste den Lot und seine Frau wirklich rausziehen aus der Stadt, damit sie gerettet werden. Als diese sie hinausgeführt hatten, sprach er: Rette dich, es geht um dein Leben, blicke nicht zurück und bleibe in der ganzen Ebene nirgends stehen. Rette dich ins Gebirge, damit nicht auch du weggerafft wirst. Ja, Lot ist dann müde. Er sagt, er könne nicht jetzt so weit laufen in die Berge. Und er bittet sich die kleine Stadt, die da weiter vorne liegt, dass er dort Zuflucht sucht. Und die Engel gewähren es ihm, dass er in dieser kleinen Stadt leben kann. Und als die Sonne über dem aufgegangen und Lot nach Zoar gekommen war, ließ der Herr Schwefel und Feuer
auf Sodom und Gomorra regnen, vom Herrn, vom Himmel herab. Und er zerstörte diese Städte und die ganze Ebene, alle Bewohner der Städte und was auf der Erde wuchs. Lots Frau aber hinter ihm blickte zurück und wurde zur Salzsäule. Früh am Morgen machte sich Abraham auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Es geht dicht und dicht. Sodom und Gomorra vom Schwefel zerstört, vom Feuer, vom Himmel. Und die Frau von Lot, die hat sich zurück. Rückwärts wenden, am Alten festhalten, das hat sie zur Salzsäule gemacht. Und man sagt, wer schon dort war, am Toten Meer, dort gibt es diese Salzsäulen, richtig real. Und diese Säulen inspirieren, irgendeine Geschichte zu entfinden. Es war früher schönes Land, eine Stadt hier. Und da muss etwas passiert worden sein, diese Sage von der Zerstörung Sodoms und Gomorras und die drei warnenden Engel, dieses Zurückblicken, das wird hier aufgegriffen und vom Autor der Bibel, hoffentlich haben Sie es gemerkt, es ist eine Spannung, es hat literarische Qualität, die Erzählung dieser Geschichte. Aber was genau damit für uns gemeint ist, wollen wir dann danach noch etwas erkunden. Wir hatten am Anfang von dem Text gehört, dass Jesus sagt, die Städte, die seine neue Botschaft nicht annehmen können, denen wird es schlechter gehen als Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra wird im letzten Gericht besser dastehen als diese Städte. Dieser Text hat etwas Apokalyptisches fast. Also, wenn die Menschheit nicht dieses Neue von Gott im Herzen aufnimmt und danach lebt, dann verpassen sie wirklich ihr Leben. Und die Erde wird irgendwann zerstört werden. Und es gibt kleine Zerstörungen auch im Vorfeld. Es gibt Kriege zu allen Zeiten. Es gibt Naturkatastrophen. Es gibt Überschwemmungen. Bergstürze, Erdbeben und all diese Zeichen, auch Meteoriteneinschläge. Die Menschheit wird begleitet und irgendwann, so die Apokalypse, wird überhaupt die Erde vergehen und in eine neue Welt aufgehen, neuer Himmel und neue Erde. Nun, heute betrachten wir Naturkatastrophen, naturwissenschaftlich. Es ist es auch zu erklären, wie Erdverschiebungen Erdbeben machen oder wie der Klimawandel zu Hitzen führt, zu anderen Wetterphänomenen oder dann Bergstürze, wie wir sie die letzten Monate hatten im Tessin, Menschen kommen um. Wir kämen nicht darauf, auf die Idee, das ist eine Strafe Gottes für irgendwelches schlechte Verhalten im Matschatal. Und doch befragen wir uns, gibt es nur Materie und der Mensch da drin? Also das biblische Weltbild hat eine Komponente dazu. Gott hat die Erde erschaffen und den Menschen da drin hineingesetzt. Und der Mensch hat eine bestimmte Aufgabe auf Lebenszeit, so wie wir alle geboren wurden, entstehen und in unserer Lebenszeit eine Aufgabe haben. Und irgendwann neigt sich das dem Ende zu, wir sterben wieder. So mit allen Kulturen und mit der Erde selbst. Es ist aber dann der Mensch und die Natur und darüber Gott. Diese Dreiheit, Mensch, Natur und Gott, die kann durch Legenden, Sagen, Mythologien wunderbar irgendwie ganzheitlich
verstanden und gesehen werden. Aber diese Sicht wurde mit der Neuzeit, mit der Naturwissenschaft eingeebnet und es fragt sich, wie können wir modern, mündig Gott trotzdem einbauen in dieses Weltbild, dass wir nicht zum Atheismus übergehen müssen und sagen, ja, die Natur ist einfach brutal, mag sie sein, kann Gott da drin auch manifest sein? Kann Gott in unserem Leben manifest sein und uns in die Verantwortung führen, dass wir eben diese Spanne unseres Lebens richtig führen? Wir tendieren dann manchmal, dass wir, weil uns diese moderne Sicht fehlt, auch doch in die Mythen zurückfallen und auch ohne Gott in die Dualismen, es gibt Gutes und Böses. Wir erleben das jetzt. Es ist heikel, über dieses Thema zu reden, aber wie viel wird in den Medien schlecht über Russland und China gesprochen, sodass viele wirklich das Gefühl haben, hoffentlich ergeht ein Gericht über dieses Putin und dieses Russland, dass es zusammenfällt und zerstört wird. Das soll seine Strafe sein. Wir dürfen ihn nicht gewinnen lassen, sonst wird er hochmütig und gefährlich. Es wird ein richtiges Monster aus ihm gemacht. Aber das sind alte Denkstrukturen, die in der Bibel auch, in der Apokalypse vor allem, da gibt es das Tier aus dem Abgrund, das ist eigentlich Rom, das ist das Imperium, das die Christen unterdrückt, das die Menschen verführt, ihm zu gehorchen, sich vor ihm niederzuwerfen. Und diese Tendenz, sich vor diesem Imperium niederzuwerfen, die wirft man immer den anderen vor. Das sind die armen Leute in China. Die können nicht demokratisch wählen. Wir haben schon so lange diesen komischen, starken Typen, der da das Land führt. Und wie muss das furchtbar sein? Ungerechtigkeiten können nicht angeklagt werden. Wir, die demokratischen, freiheitlichen Nationen, müssen das im Auge behalten. Und dann sind sie noch mit Iran verbunden und mit Nordkorea, die Achse des Bösen. Aber dort läuft dasselbe über uns. Schaut in den Westen, wie dekadent. Schwule und Homosexuelle feiern sich überall. Man muss durcheinander mit den Geschlechtern. Und sie fühlen sich so mächtig. Die alten Imperialisten, die damals mal die ganze Welt sich verteilt haben, sie gebärden sich immer noch wie die Herren der Welt und meinen, uns zu erzählen, was richtiges Leben ist. Also ich will weder das eine noch das andere verurteilen oder schönreden, aber das spielt halt dieses Verurteilen gegenseitig. Diese Dualismen, die den alten Mythen eigen sind und auch dem Christentum. Durch die Zeiten hindurch. Wir sind von Gott geführt, er ist auf unserer Seite. Diese Muslimen, die Jerusalem erobert haben, auf Kreuzzug, tötet sie, vertreibt sie. Man kann durch die Geschichte hindurch diese Dualismen sehen. Sodom und Gomorra, was haben die betrieben? Die haben diese Engel zu vergewaltigen versucht. Wie böse. Und Jesus sagt in seiner Botschaft, Sodom und Gomorra wird es im letzten Gericht besser gehen als euch. Was will er damit sagen? Worum geht es? Was kann da verziehen werden an sündiger Lebensführung? Es geht beim Jesus um etwas, das modern ins Auge zu fassen. Das ist eine große Herausforderung. Die Kirchen haben heute einen schweren Stand. Was wollen sie eigentlich? Was ist ihre Mission?
Eigentlich ja, die Botschaft Jesu. Aber wie bringen Sie die Botschaft Jesu rüber? Was ist die Botschaft Jesu? Den Menschen herzustellen, wie Gott ihn gemeint hat, wie er ihn liebt und zu Mündigkeit führen will, die nicht in die Schema, in die alten von Gott sei Dank sind wir nicht so, die anderen sind so schlecht, sondern Menschen, die differenziert beobachten, urteilen und verhandeln können, im Politischen und auch im Privaten, im Kleinen, miteinander reden, hören, verstehen, warum ist der so, warum denkt die so, warum ist sie traurig, und im Dialog, im Kleinen, im Politischen, im imperialen Verständnis zu finden. Und letztlich geht es dabei darum, wie Jesus diese Mission in die Welt gesetzt hat. Vergisst nicht, dass ihr Ebenbilder Gottes seid. Und wie ich, Jesus, mit dem Vater eins bin, so sollt auch ihr mit dem Vater eins sein. Er liebt euch. Er gibt euch seinen Geist. Er macht euch frei und mündig. Und Jesus wurde für diese Botschaft, die befreien sollte, wurde er verfolgt. Die religiöse Institution damals, sie hatte Angst. Was wird kommen, wenn die Leute immer mehr auf diesen Jesus hören? Was werden die Römer sagen? Wir müssen ihn irgendwie wegschaffen. Und Jesus hat das realisiert und er hat sich dem ergeben. Hier sehen wir Gethsemane, wie er betet, von Willy Fries, dem Toggenburger Maler. Er betet: Herr, wenn du diesen Kelch an mir vorübergehen lassen kannst, so mach es. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Seine Jünger schlafen. Sie haben diesen letzten Kampf nicht aushalten können. Ja, es war der letzte Lebenstag von Jesus. Da lohnt es sich, die Nacht durchzumachen und dieses Ringen und Schwitzen. Und es sei ein Engel gekommen und habe ihn gestärkt, diesen Kelch anzunehmen, sich in den Tod zu gehen, den Tod Jesu, den wir in unserem Christentum als Tor, als Schlüssel zu seinem Wirken anschauen. Er ist nicht alt geworden und irgendwann schwach gestorben, sondern er hat sein Leben gegeben und ist wieder beim Vater als eine Kraft, die den Menschen in Gott und Gott im Menschen auf alle Kulturen und Zeiten aufwecken will, erleuchten will. Und in dem Sinne verstehen wir seine Botschaft als etwas Universelles, das wir in den Kirchen zwar versuchen beizubringen, aber Jesu Wirken geht über Religionen, auch über Atheismus und Konfessionalismus hinaus. Es ist ein universelles Wirken. Ich suche selber immer dahin, wie muss man dieses Wirken modern verstehen? Niemand hat diese Botschaft für sich gepachtet, damit er sie anderen beibringt. Jeder Mensch ist direkt mit Gott verbunden. Gott ist der Schöpfer jedes Menschen und jeder Mensch ist in diese Beziehungen eingebunden und lebt daraus. Das wollen wir auch jedem Menschen zutrauen, wie auch jedem Volk und jedem Imperium, dass es doch von dem Guten leben möchte. Und wir sollen das auch suchen in anderen Menschen, um so im Vertrauen miteinander dieser Botschaft vom Reich Gottes, das kommen soll, den Weg zu bereiten. Amen.
Wir werden noch still zur Fürbitte. Du, Ewiger, du Anfang, Gegenwart und Ende aller Zeiten alles Lebens. Komm du in unsere Mitte, segne unsere Gemeinschaft und begleite uns in den Alltag mit deinem Geist, dass wir als Kinder Gottes munter und fröhlich und dankbar im Alltag leben. Wir bitten auch für unsere Wohnstätten, das Altersheim hier, das Quartier. Gott, gib deinen Frieden in das Zusammenleben, ja, in die ganze Stadt, dass wir die Verantwortlichen in Politik und in Arbeit auch deinen Geist im Blick haben und für deine Gerechtigkeit offen sind, Verständnis suchen füreinander, Vergebung und Geduld. Wir bitten dich auch für das Zusammenleben der Völker und der Imperien. Lass die großen Mächte und ihre Führer von deinem Geist etwas erfahren, von deinen Plänen wissen, dass du ein Friedensreich auf Erden aufbauen willst, und stell sie in den Dienst dieses Friedensreichs. Begleite auch die Wahlen in Amerika, damit die Polarisierung nicht zu schlimm wird, sondern immer auch Versöhnung, Verständnis und Geduld miteinander geübt wird. Und wir bitten dich vor allem um die Menschen, die in den Kriegssituationen leiden. Die ukrainischen Soldaten und die russischen Soldaten, die gegen ihren Willen oder wie auch immer sich bekriegen und sich töten müssen, was ihr Befehl ist. Mach ein Ende diesen Kriegen, die mit immer schlimmeren Waffen ausgetragen werden. Führe du zu Diplomatie und zu Großzügigkeit, zu Verständnis füreinander. Amen. Ja, ich habe euch heute wie in der Sonntagsschule behandelt, eine lange Geschichte erzählt von Lot und von Sodom und Gomorra, aber auch ein bisschen euch lustig gemacht auf die literarischen Qualitäten dieses Erzählers, die Dramatik, die in dieser Zerstörung von Sodom und Gomorra liegt, wo der Abraham noch mit Gott verhandelt, wenn es 10 Gerechte gäbe und die gibt es nicht. Und der Lot wird gerettet. Und der Lot übrigens, der hat dann nochmals eine schwierige Sage, der war nach dieser Zerstörung so verzweifelt, und seine Töchter vor allem, die haben ihre Verlobten verloren. Wie kriegen wir jetzt Kinder? Und es heißt, sie hätten ihren Vater besoffen gemacht mit ganz viel Alkohol, dass er geschlafen hat. Und sie seien zu ihm ins Bett. Und so wurden sie schwanger. Inzest. Und aus einem Inzest, also der Vater hätte nichts gemerkt, steht in der Bibel. Er ist unschuldig. Er wurde so besoffen gemacht. Also, aus dem Inzest sind die Moabiter, also aus diesem Kind wurden die Moabiter und die Amalekiter geboren. Das sind eben so Geschichten in den Völkertafeln. Man erklärt die Völker aus dem Ursprung irgendetwas. Und die Moabiter, das sind sowieso so furchtbare Typen, die haben Israel noch durchgelassen beim Auszug aus Ägypten. Und die sind aus einem Inzest entstanden. Und so wie die Araber, die sind aus dem Ismael entstanden. So, diese Vätergeschichten sind auch Ursprungsgeschichten für verschiedene Völker, so wie die 12 Stämme Israels auf die 12 Söhne Jakobs. Das gibt eine Einheit, und die Biografien dieser Leute charakterisieren dann die Stämme und die Völker. Eigentlich eine geniale Geschichtsschreibung, aber eben parteiisch, wie wir gesehen haben.